So, Kaskadenland. Auch hier gibt's den Guide von mir für euch. So, und? Hat Mario richtig abgehaust. Unser erster Powermond. So Leute, auch hier herzlich willkommen zu dem Guide für das Kaskadenland. Ihr findet in der Beschreibung unten, ich lese das gleich vor, in der Beschreibung unten und auch einen Kommentar habe ich euch auch nochmal drunter geballert mit den Zeitangaben, wo ihr welchen Mond findet. Also die Zeit, die Zahl, also Nummer 3 mit dem Namen des Mondes, den ihr sucht und los geht's. Ne? Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, könnt ihr anklicken, was ihr braucht, müsst euch nicht das ganze Video geben oder einzeln rumsuchen. Ich lese das mal vor, was für ein Trip, aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Bin noch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung, abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden, losfugen wir jetzt. Alright. So, meine Freunde, den ersten Mond, den findet ihr im Kaskadenland. Unser erster Powermond, den könnt ihr eigentlich fast nicht verfehlen, oder den könnt ihr nicht verfehlen, aber hier seht ihr ihn auf der Map. So, auf geht's! Wasserfallbecken, da sind wir jetzt gerade im Moment unterwegs. Und ihr findet hier hinten gleich mal 3 lilane Münzen. Ganz wichtig für euch. 1, 2, 3. Die sind meist in 3er- oder 2er-Sets oder höher, also 4er-Sets und so weiter, versteckt. Deswegen, let's go. Unten haben wir nochmal 3. Wichtig, wichtig. Jetzt sind wir bei 6 von 50. Die könnt ihr nachher in gewissen, also diversen Shops benutzen, um euch Kostüme zu kaufen, Aufkleber für die Odyssee. Also die Odyssee ist euer Luftschiff, mit dem ihr dann durch die Levels reist oder in die Welten. So, da waren übrigens wieder 3, ne? Also 3 violette Münzen. Ah ja, Digga. Hier, um den ersten Powermond zu bekommen. Kapert ihr das Vieh? Scheiße, ich stell mich schon wieder an, Bruder. Kapert ihr diesen? Lasst euch zurückschnalzen. Läuft gut, ne, Freunde? Und da habt ihr euren ersten Mond. So. And that's your first Power Moon. Also den könnt ihr gar nicht missen. Unser erster Power Moon. So. Und dann zeige ich euch mal, wie ich das meine hier so grundsätzlich mit der Zahl. So. Das Ding ist ja erstmal runtergefallen, ne? Wisst ihr Bescheid. Multimond hoch über dem Wasserfall wäre hier der nächste. Den holen wir uns jetzt natürlich auch gleich. Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Mit diesen Powermonden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? So, meine Freunde, das ist der zweite Multimond, also beziehungsweise Multimond, der zweite Multimond hoch über dem Wasserfall. Könnt ihr auch nicht verpassen. Zeige ich euch, wo ihr den findet. So, Freunde, und weiter geht's mit Mario, Super Mario Odyssey. Im Kaskadenland sind wir. So. Zack, 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 zack. Weg mit dem Moch. Sehr schön. Okay. Über den Fossilfällen, also das heißt, hier haben wir jetzt die, wie heißt's? Das wollte ich hier schon immer mal ausprobieren. Geht das eigentlich jetzt schon? Nö. Egal. Auf jeden Fall schöne Aussicht, Freunde, ne? Da oben seht ihr auch einen Mond, aber da kommen wir erst sehr viel später hin. Ihr müsst natürlich wieder einen von den Jungs hier kapern, ne? Ist klar. Piss dich mal. Jawohl. Combination. Ich bin mir sicher, dass der Aussicht von der Mastspitze einmalig ist. Na dann, erzähl doch, zeig doch mal. Ah, ja. Ein kleiner Hint. Von Cappy. So. Piss dich. Schmutz. So. Ich glaube, das ist die Mutter von den Brudels oder so. Glaube ich. Ich bin mir da nicht ganz sicher, Freunde. Der hat auf jeden Fall den Dreiermond, also einen Multimond. Du willst meine Monde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren. Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an dahergelaufene, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Ah, okay, Digga. Eine wahre Schönheit. Genauso wie dieser Hund, Bruder. Also, euer Job ist, einfach nur das Ding nehmen und ihr so in die Waffe zu... Ich liebe diesen Gegner.
Oh, jetzt ist hier richtig pisst, Leute. Das, so viel darf ich euch sagen. What the fuck? Das geben wir euch ab. Seid jetzt noch ganz lost oder was? So, und jetzt müsst ihr erstmal wegrauen, weil sie euch eine schallern will. Schau hier. Ah, Bruder. Schau mal, das war nicht so gut. Müsst ihr, glaube ich, dreimal machen als Feierabend. Ich sammle Münzen auf, ne? Ist immer gut, live zu haben. Wow, das war Schmutz, sein Urgroßvater. Und jetzt hat nochmal, jetzt will sie uns nochmal eine knallen. Und Feierabend ist. Bester Gegner. Ja, wie ihr seht, nicht ganz so schwer gewesen. Deswegen, let's grab that thing! Soon. Multimond hoch über dem Wasserfall. Sehr schön. Und damit sollten wir die nötigen Monde haben, um die Odyssee zum Laufen zu bringen. Ja! Du hast es geschafft. Und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Dann mach mal halt mal schnell, ne? Auf Ehre. Hängt mit dem Schmutz. Pack mal halt die fünf Monde, die wir halt gesammelt haben, stopfen wir jetzt rein. Das heißt, insgesamt sechs Stück jetzt. Das war es jetzt erstmal mit diesem Multimond. Genau. Hoch über dem Wasserfall. Die Odyssee ist funktionstüchtig. So, Leute, den dritten Powermond. Beiß dich durch das Gestein, findet ihr hier. So, auf geht's zu unserem nächsten Powermond. Aber als erstes tauchen wir hier mal ab. Um uns nochmal drei violette Münzen zu holen, meine Freunde. Da hinten haben wir auch nochmal welche. Jawohl. Schwimmt ihr einfach hier durch den Wasserfall und holt euch die nächsten drei. Zack, zack, zack. Dann sind wir bei 15 von 50. Also läuft schon mal richtig gut. So im Purple Coin Bereich. So. So. Da ist die Odyssee. Das ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechten Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch ein altes Modell. Aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Also, nur dann seht ihr auch mal die Funktionsweise dieser Odyssee, ne? Also, ihr schmeißt den drauf. Um das Ding zum Laufen zu bringen, brauchen wir ein paar Monde. Kann euch jetzt nicht auf Anhieb sagen, wie viele, aber wir werden es rausfinden. Was, sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Powermonde? Ja, die gibt's safe, Digga. Und die holen wir uns auch. Alter. Hier geht der Wasserfall, der übertreibt mal so richtig. Okay. So, Friends. Dann gehen wir hier von der Rauf. Ich glaube, ich bin schon full live, oder? Aber ja, wenn ihr full live seid und so ein Herz kriegt, dann kriegt ihr übrigens Münzen. So, dann haben wir hier nochmal drei Purple Coins. Bringt uns auf 18 von 50. Haben wir die Hälfte geschafft, Digga. So, ihr da hinten natürlich am Horizont gesehen habt. Gibt es hier noch mehr? Holen wir alles noch. Alles kein Stress. So. Wihiu. So, jetzt, ich habe doch vorhin gesagt, man kann so ziemlich jedes Viech kapern. Ja, auch den. Mit mir den ganzen Schmutz. So, dann können wir uns nämlich die nächsten drei Purple Coins holen. Ja, die könnt ihr euch auch mit dem T-Rex holen. 21 von 50, meine Freunde. Schmutz kaputt. So.
hier übrigens sprinten. Macht jetzt aber nicht diesen. Okay, er will jetzt gerade nicht so. Okay. Egal, wir brauchen ihn eh jetzt nicht mehr. Gehen wir weiter. So, dann covert ihr einfach mal den Dude hier, wenn er jetzt nicht gerade aggro ist. Jawohl. Schallert ihr da dagegen. Und dann habt ihr euer nächsten Mond. Beiß dich durch das Gestein. So, und das war's mit dem Mond. Beiß dich durch das Gestein. Weiter geht's. In Powermond mit der Nummer 4. Hinter dem Wasserfall findet ihr hier. So, willkommen zurück. Weiter geht's. Wir gehen weiter. Da geht ihr einfach mal hier bei Powermond Nummer 3. Geht ihr hier hinten durch. Also ich zeige euch das nochmal auf der Map. Hier ist das, ne? Dann haut ihr das hier da drauf. Da können wir nämlich hier durchlaufen. Ihr könnt die Münzen auch so sammeln. Dann sind wir bei 24. Das war wieder mal knapp. Man kennt ihn. Sehr schön. Jawohl. Points nehmen wir immer mit, Freunde. Da gibt es gar nichts. Und das ist so eine Art Checkpoint, wo ihr dann anfangen dürftet, wenn ihr drauf gehen würdet. Aber ich habe Zuversicht, dass ihr das schafft. Ah ja. Ihr könnt natürlich auch das Ding hier komplett ruinieren, ne? Ja, wir toben uns hier mal ein bisschen aus, machen hier mal ein bisschen klar Schiff. Also müsst einfach nur die Kappe auf ihn schmeißen und dann. Das hätte ich auch mit dem T-Rex kaputt machen können. Nur so FYI für euch zur Info. So. Ah, hier lässt er mich noch nicht. Okay, alles klar. Okay, cool. Schmutz! So, dann gehen wir mal hier über die Bridge. Meines ist es nach. Jetzt da oben lila Münzen. Ei, scheiß Igel, da wollten mich da oder was auch immer das für Mistviecher sind. So, einmal hier dagegen und einmal da dagegen. Und das bringt uns auf 27 auf 50. Läuft. Aber da gibt es noch mehr, das weiß ich. Hier an der Stelle waren noch lila Münzen. Jawohl. Mal darüber. Sind wir bei 30. Läuft. Ja, nice try, bitch. Ah, okay, Digga. Okay, das war schlechter als schlecht. Sein Urgroßvater. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu was echt Geilem bei Mario Odyssey. Erstmal holen wir uns natürlich hier noch die Purple Coins, die hier noch rumliegen. Brings us to 23. Das ist dieser 2D-Effekt. Es ist göttlich. Ich liebe es so sehr. Hey, wir sind ja ganz flach und irgendwie auch pixelig. Yo, Digga, das ist oldschool, nennt man das. So, dann einmal hier. Leute, ich habe hier da so eine Zwangsneurose. Ich muss hier alles holen und kaputt machen. Es geht nicht anders. Das ist seit meiner Kindheit eingebrannt. Kann ich leider nichts gegen tun. Da müsst ihr jetzt leider durch. Hier, stirb, Junge. Das habe ich schon das letzte Mal verkackt. Ah, nee, eins, zwei. Ja, das war richtig schlecht, sein Urgroßvater, Digga. Scheiß drauf. Zwangsneurose überwunden. So, sehr schön. Und da hinten habt ihr übrigens einen Mond. Erstmal Coins und der erste Mond. Hinter dem Wasserfall, Freunde. Powermond Nummer 5 auf dem Trümmerhaufen findet ihr hier auf der Map. So, Freunde, willkommen wieder im Kaskadenland. Wir machen weiter. Wir machen schön weiter. Und hier haben wir, nachdem wir, ja, ich sag mal, auf dem Trümmerhaufen, nachdem wir die Brudel-Oma alle gemacht haben, also die Mutter der Brudels, kann man hier den Mond erst holen. Ey, Leute, chillt mal da unten. Powermond Nummer 6, Schatz beim Wasserfallbecken, findet ihr an dieser Stelle. So, weiter geht's. Hier nehmen wir mal kurz mit, den haben wir ja vorhin schon geholt, das wisst ihr. Aua. So. Hier war doch auch noch was, ja? Lass mich mal schauen. Na klar, Digga. Sehr schön. Nächster Mond ist in the bag. Schatz beim Wasserfallbecken.
Powermond Nummer 7 auf einem Felsvorsprung. Hier findet ihr ihn. So, es geht weiter. Bin ich hier im schönen Kaskadenland. Oh, hallo. Mal dagegen ballern. Jawohl. Dann kommen wir nämlich hier rein. Könnt ihr alles erst machen, wenn die Brutalstunde da ist, weil sonst ist der Kettenhund gar nicht da. Bevor wir uns den Mond graben, weiß, erstmal hier einen Checkpoint clearen und dann. Gab's hier noch Coins? Ja, na klar gab's hier noch Coins. Hier, Coins für euch. Nicht vergessen. Und dann den Mond reinschallern auf einen Felsvorsprung. Hier findet ihr Powermond Nummer 8 über die schwebenden Inseln. Schaut's euch an. So, Freunde, wenn ihr schon da seid, hier oben, wo Tic-Tac-Turnier 2 war, dann gibt's hier hinten noch 3 Münzen für euch. Here we go. Sind wir bei 43. Oh, Alter, war das wieder mal Much sein Urgroßvater, was ich hier spiele. So, und dann holen wir uns den hier noch. Über die schwebenden Inseln. Wunderschön. Ihr sucht den Powermond Nummer 9 Kaskadenland Tic-Tac Turnier 1. So, Leute, wir sind aus der Dino-Höhle wieder raus. Und dann seht ihr hier unten vielleicht sogar schon das Tic-Tac-Turnier. Passt auf, wir gehen da schnell hin. So. Rüber. Coins immer gut. Dazu fallen. Das wäre halt schon. Aber wir haben eigentlich Zeit. Ich brauche gar keinen so einen Stress machen. Also, ihr geht jetzt hier rüber. Das war auch schon fast too much. Und dann einfach. Und fertig. Also war sehr easy. Lasst euch Zeit. Tic-Tac-Turnier 1. Ich habe es wieder mal komplett übertrieben wie so ein Dulli. Aber sah erst nur wieder ins rettende Ufer. Und weil es so schön war, Tic-Tac-Turnier 2, Powermond Nummer 10. So, wir sind weiter im Kaskadenland unterwegs. Vorbei am Kettenhund, der uns gerade rasieren wollte. So, da hinten habt ihr das vielleicht schon gesehen. Lila Münzen. Zeige ich euch. Dafür bin ich heute da. Kick it. So, einmal hier. Einmal da. Dann holen wir uns die 3. So, bei 40 von 50. Das sieht doch schon ganz anständig aus. Hier nochmal ein schöner Ausblick. So, ein cooler Level, ey. So, wir gehen mal schnell durch das 2D-Ding. Aber oben weiß ich, haben wir noch. So, einmal hier hoch. Also machen wir das, was ich vorhin dachte. Vorhin da waren. Ich glaube, der kommt erst mit dem Metallblock. Sorry, Leute. Hinten sehe ich auf jeden Fall einen Mond. Kick it! Und ein Tic-Tac-Turnier. Here we go. Okay, das ist jetzt richtig easy, sein Urgroßvater. Sagt er und hat es fast verkackt. Tic-Tac-Turnier 2. Geschafft, Freunde. Ihr sucht Powermond 11. Guten Morgen, Kapitän Toad findet ihr hier. So, unser T-Rex ist schön am Schlafen, aber nicht mehr lange. Und weiter geht's. Wenn ihr jetzt hier mit dem T-Rex euch den geholt habt, müsst ihr einfach nur einmal hier rüber. Ja, darüber kommen wir nicht, aber das machen wir anders. Verschwinde. Dann müssen wir es doch auf die klassische Art machen. Sorry.
Ich dachte, ich kann euch da einen kleinen Shortcut zeigen, aber weit gefehlt, leider nicht. Deswegen gehen wir wieder hier rein. Ihr kennt es. 2D 8-Bit-Geschichte. Einmal hier hoch. Jump up. Oh. Dann haben wir nämlich hier hinten Kollegen Kapitän Toad. Glaube ich, war das. Zwar hier. Und here we got here. Servus, Alter. Hier will man so viele seltene Fossilien. Ich würde in die Luft springen vor Freude, aber na, du verstehst schon. Oh, bei meiner Suche habe ich einen Mond gefunden. Ich schenke ihn dir. Ehrenmann Toad wieder am Start. So, guten Morgen, Kapitän Toad. Die Powermonde 12 Aufräumen in der Dinohöhle und 13 Raserei in der Dinohöhle findet ihr hier, zeige ich euch. So, und wenn ihr schon hier oben seid, wo wir den Mond gerade abgegriffen haben und die 4 Coins, dann haut ihr auch noch hier rein. Schauen wir, was es hier so gibt. Oh, it's T-Rex time. It's time. Take the T-Rex in. Go! Schmutzviecher. Also ich glaube, ich muss hier alle killen. Kann das sein? Gar nicht fliehen. Alter, macht das Bock, Leute. Mal alles kaputt, Junge. Ich glaube, ich kann T-Rex auch nicht unbegrenzt halten. So viel darf ich euch auch sagen. Das war das. Als hätte sich den Fuß verstaucht. Was ist das? Jawoll! That's how you do this. Alter, ich dachte, der schmeißt mir jetzt die Schlucht runter. Richtiger Auto. Boing. Wir machen trotzdem mal alles kaputt. Ich weiß nicht, ob man da nicht noch irgendwas kriegt. Alles kaputt, Junge. Ah ja, schau mal da unten. Habt ihr gesehen? Ja, verarschen, ne? Ist nicht heute. Und weiter geht's. There is another moon, my friends. Ja, ja, schick nur alles nach oben, Bruder. Wir werden wiederkommen. Schauen jetzt noch, ob es hier irgendwie Coins gibt. Alter, ein Traum wird wahr bei Super Mario. Man kann einen T-Rex spielen. Beste Leben. Ah. Number one. Raserei in der Dino-Höhle. Und dann holen wir uns den anderen auch und dann haben wir die zwei Monde schon abgegriffen, Freunde. Und oh ja, chill mal, Bruder. Gute Arbeit geleistet. Und das ist Aufräumen in der Dino-Höhle. Super! So, Freunde, den Powermond 14 mit dem Kettenhund ins Schwarze und Powermond 15 volle Punktzahl mit dem Kettenhund findet ihr an dieser Stelle. So, wir betrachten den T-Rex beim Schlafen. Da hinten ist er, unser Freund. Und da unten sind auf jeden Fall Purple Coins, die wir uns gönnen, auf 46 von 50. Da waren es nur noch vier, meine Freunde. So, dann haben wir hier rum. Das Rohr ist jetzt da, das war vorhin auch nicht da. War ein Felsen gelegen. So, here we go. Ach ja, das hat so gar keinen Spaß gemacht, das weiß ich noch. Einmal, ihr müsst halt einfach hier so Billard spielen, mehr oder minder. Dann nenne ich es jetzt einfach mal. Um eine Tür nach der anderen aufzukriegen. Ja, ja, chill mal. So. So. Meine Billard-Skills waren nie so gut, dass ich sagen kann, ich war gut. Ja, okay, dafür hat es noch gereicht. Aber es wird schwerer. Das darf ich euch verraten. Es wird schwerer. Ja. Jetzt müssen wir es nämlich Triple Style machen.
Ei, aber Heizart, Vorführeffekt läuft bei mir. Scheiße, ey. Alles auf dem ersten Try. So, wir grabben das. Aber das war's noch nicht mit dem Kettenhund ins Schwarze. Wir gehen hier rechts weiter. Ja, immer diese Tricks, ne, Leute. Ach, das war die Hölle. Ja, genau. I remember this. Das war, glaube ich. Alter, Digga, ich hab's heute voll drauf, Bruder. Das muss man einfach mal Real Talk sagen. Sehr gut. Und das war jetzt volle Punktzahl mit dem Kettenhund. Aber sonst gibt's hier nichts mehr, oder? Dann sind wir hier auf jeden Fall raus. Ihr geht dann einfach wieder zurück, ne, Freunde. Und jumpt hier rein. And that's about it. So, Freunde, Powermond 16 am Kluftaufzug vorbei und Powermond 17 versteckte Kluftpassage findet ihr beide an dieser Stelle, zeige ich euch. So, Leute, wir gehen weiter. Und zwar hier bei dem Checkpoint, da oben schläft der T-Rex, ne? Hier sind die Kettenhunde und hier unten ist eine Tür. Und die werden wir jetzt mal, warte mal, was haben wir denn da? Gracias, Señorita. Und weiter geht's hier rein. Sieht ein bisschen nach super 2D-Style aus. Hier gibt's nichts, oder? Ah, doch. Ja, ein paar Münzen, ne? Also, wenn da drauf steht, Leute. Kann ich immer sagen, hier. Ne? Also, ist ein bisschen reich. Reichweite ist hoch hier. Dann geht da richtig was ab. Sieht aus wie Sandwiches, Alter. Wow, Digga, was geht denn ab? Die Reaction reingekickt. So, here we go. Ja, 2D habe ich drauf. Jetzt schalte mal durch, Bruder. Naja, mal diese. Hier gibt's bis safe auch zwei Monde wieder. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt in die Hölle katapultiere oder nicht. Ich glaube, ja, fuck. Ah, wisst ihr was? Machen wir es nochmal anders. Sorry. Sorry. Ich glaube, ich bin da nicht ganz richtig. So, ja, genau. Hier ist das. Sorry, Leute. Ach, hier ein Guide und kein Plan. Unglaublich, Bruder. Piss dich. Entschuldigung. War aber nicht vereinbar. Komm, mach jetzt. And there's the moon. Versteckte Kluftpassage. There we go. Also, sorry, Leute. Hätte man gleich mal auf Anhieb sehen können. Nicht erst so lost wie ich. Dann geht ihr hier oben wieder raus. And all is good. Next. So Leute, wenn ihr hier seid, dann springt ihr einmal hier rüber. Und dann einmal hier hoch. Dann könnt ihr hier oben durchlaufen. Und kommt zu den letzten vier der 50 Münzen. Das war ehrenvoll. Sehr schön. So, im Amtluftaufzug vorbei, Digga. Okay. Und dann geht ihr einfach wieder hier drauf. Und raus mit uns. Powermond 18, Geheimfahrt zu den Fossilfällen, findet ihr hier auf der Map. Ich zeige es euch, wie es geht. So, Leute, um diesen Mond aus dem Kaskadenland holen zu können, müsst ihr erstmal ins Polarland. Gebe ich mal für euch die Cutscene hier, ne, dass wir gleich direkt ins Polarland kommen. Zack. Ladezeiten, sorry Leute, kann ich nichts machen. Aber ganz wichtig, ihr müsst auch erst das Polarland freigeschalten haben, um eben hierher zu kommen. Deswegen, zack, we have arrived. Und dann müssen wir folgendes machen. Ja, ja, quatsch das mal nicht voll, Johnny. Dankeschön.
Wir kapern gleich mal hier diesen Wolkenheinz. Dann gehen wir gleich mal. Ja, mal. Und zwar müssen wir da rüberfliegen. Pass auf, ich zeige euch das. Fliegt mit dem hier rüber. So, kann sich nur um Stunden handeln. So, jetzt. Jetzt. Alright. Dann jumpt ihr hier aus Mario raus. Jumpt hier hoch. Und dann ab ins Kaskadenland. Hinein mit uns. Jo. Da fehlt ja auch gleich noch ein Checkpoint. So, Checkpoint hier, Insel der Lüfte und das ist Geheimfahrt zu den Fossilfällen. In Power Moon 19, ein Urlauber im Kaskadenland, findet ihr hier, ist ein bisschen tricky. So, meine Freunde, um diesen Mond im Kaskadenland zu erhalten, müsst ihr vorher erst einmal ins Wüstenland. Direkt am Anfang trefft ihr da den Typ mit dem Taxi und dann müsst ihr ins Cityland, da trefft ihr ihn auch direkt am Anfang, den Typ mit dem Taxi und dann wer nämlich hierher kommen. Und dann sind wir bei ihm. Ich bin's, dein Kumpel aus, na du weißt schon, dem Wüstenland, aber auch dem Cityland, wie er gerade erwähnte. Ich bin der Taxityp, also er ist der Taxityp, aber ich fahre im Taxi mit. Ja, hier ein Geschenk für dich. Süh, und that's ein Urlauber im Kaskadenland. Könnt ihr mir mal wieder inzwischen ein Weißerchen klemmen? Du weißt schon, Essen, auch Futter oder Mampf genannt. Wird wohl das Schlemmerland werden. Power Moon 20, Rollfels am Wasserfall, findet ihr hier. So, meine Freunde, da wo mal ehemals die Odyssee stand, ne, also hier über diesen Wasserfall vorbei, über die Bridge, da ist ein Ball, oder ein Ball, sage ich schon, ein Felsen, den könnt ihr kicken, bis der Arzt kommt. Hier, zack. Und er wird irgendwann nachgeben, das kann ich euch garantieren. Nice, nicht FIFA. Digga, was ist hier? Wie viele Hits brauchst du noch? So, jetzt. And here we go! Rollfels am Wasserfall. Easy money. Nix da. So, den Power Mond 21 bekommt ihr natürlich erst, wenn ihr Bowser besiegt habt, also durchgespielt habt und Peach frei ist. Peach im Kaskadenland findet ihr hier. So, auch hier sind wir an dem Checkpoint, wo diese zwei Kettenhunde sind, wo hier die 2D-Area ist, ne, wisst ihr Bescheid. Und da hinten steht Peach, sie ist auf Wanderschaft, auf Reise. Der Wasserfall ist schon beeindruckend, aber passt trotzdem auf, wohin du trittst. Als ich klein war, oft zum Spiel hierher gekommen. Ein Powermond ist aus dem Wasserfall geplumpst. Mein Glück ist er noch heil, bitteschön, er ist für dich. Sehr schön, Ehrenfrau. Ich danke dir, Peach im Kaskadenland. Sehr schön. Apropos, ich würde mir gerne nochmal die Ruinen in der Wüste anschauen. Na dann, sehen wir uns dann später dort. Kaskadenland Standardrennen, das ist Powermond Nummer 22, den findet ihr hier. So, Freunde, hier vorne gibt es wieder einen, der mit uns racen will. Die Ländersprinter, ne? Alles klar. Das ist jetzt erstmal Standardrennen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau hin müssen. Vielleicht ganz hoch, ne? Beste Leben. So. Dann gibt es eigentlich nur einen Weg, den wir nehmen können. Um halt schnell zu sein. Du kleiner Huren. So, dann gehen wir hier nach rechts. Nicht herunterfallen, weil sonst habe ich es verkackt. Alter, Digga, mach jetzt doch nicht diesen. So. There is the goal. Ich glaube, da werde ich noch ein bisschen pacen müssen, weil das wird für das Expertenrennen nicht ausreichen, denke ich. Das war Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du den Preis. Einen Mond. Kaskadenland Standardrennen. So, den Powermond 23, Fan des Steinzeitbewohners, findet ihr an dieser Stelle. So,
So, wir hängen ja immer noch hier oben rum am Triceratops-Kopf. Gehen wir einmal hier rum. Die Fläche, wo Madame Brute oder wie die alte hieß, war. Mit dem Schmutz. Ja, was geht bei dir, Bruder? Man erzählt sich, dass sich hier ein echter Steinzeiger rumtreibt. Ja, ich bin doch einer. Also, ihr müsst einfach nur dieses Outfit anhaben. Fan des Steinzeitbewohners. Und deswegen erledigt, Freunde. Den leichten Powermond 24 Shopping bei den Fossilfällen könnt ihr hier kaufen. So, meine Freunde, und dann gibt es natürlich auch noch einen anderen. Halt hier Pay to Win, nenne ich es jetzt mal. Ne? Wenn ihr diesen Mond kauft hier. Recht herzlichen Dank. And here we go. Zü, Shopping bei den Fossilfällen. Also, ganz easy, Leute. Müsst ihr einfach nur die 100 Münzen dafür ausgeben. Ist leider Pflicht, Pay to Win. Aber kann man nichts machen. Den Powermond 25, die rumfliegende Sphinx, die Sphinx reist zum Wasserfall, den findet ihr hier. So, meine Freunde, in der Nähe der Odyssee, hier direkt am Anfang des Levels, finden wir hier ein Aussichtsteil wieder mal. Jetzt zoomen wir mal wieder, da, was ist das? Die Sphinx, Alter. Da ist er doch. Sehr schön. And the moon flies to us. Dauert ein bisschen. War auf jeden Fall die fliegende Sphinx. Here we go. Sehr schön. Gehen wieder raus. And grab our reward. Very nice. Die Sphinx reist zum Wasserfall. So, Leute, wir sind wieder im Kaskadenland zurück. Jetzt haben wir es durchgezockt und dann können wir jetzt nämlich endlich diesen Metallblock da oben aufhauen. Da machen wir aber nicht lange rum. Wir nehmen die Abkürzung. Wollen wir nicht hochlaufen? Geht schneller. So, da hinten findet ihr den Block. Wow. Kick it. Sehr schön. So, und da habt ihr ihn. Da müsst ihr dann draufhauen, um eben die weiteren Monde hier freizuschalten. Here we go, my friends. So, und dann haben wir sie gleich. So, Freunde, kommen wir zu den Monden, die ihr erst holen könnt, nachdem ihr den Block kaputt machen könnt, nachdem ihr das Game durchgespielt habt. Powermond 26 am Grund des Sees beim Wasserfall. So, Freunde, direkt unterm Wasserfall. Auch erst, wenn ihr es natürlich durchgezockt habt, weil dann erscheint er erst. Einmal hier drauf und ab geht die Post. Am Grund des Sees beim Wasserfall. Auch diesen Mond könnt ihr erst holen, wenn ihr es durchgezockt habt. Powermond 27, Sprung mit Hut. So, hier bei Peach, also weiterhin hier an diesem Checkpoint, sehen wir hier unten auch wieder die Möglichkeit, einen Mond zu holen. Da muss man ja hupfen. Einmal so. Ah, lost. Hier rüber. Die Dinger halten nicht ewig, so viel darf ich euch erzählen. Aber braucht ihr euch auch gar keinen Stress machen, also so schnell die spawnen die Dinger auch nicht. Und zack! Sprung mit Hut, easy money. Schöner Blick hier drauf. So, Leute, wieder ein Mond. Ja, Powermond 28. Ein Mond, den ihr erst bekommen könnt, wenn ihr es durchgezockt habt, findet ihr hier. So, weiter geht's, meine Freunde. Wir holen uns den nächsten. Und zwar jumpt ihr da einmal hier runter. Dann seht ihr das hier vielleicht. Einmal da. Dann einmal. Und da habt ihr ihn auch schon. Ein Schatz am Fuße der Klippe. Easy money. So, Freunde, Powermond 29 könnt ihr auch wiederholen, erst wenn ihr es durchgezockt habt, beim Steinbogen. So, dann holen wir uns mal einen weiteren Mond. Und zwar da vorne, Peach. Ah, ne, wir nehmen den hier. Zu beim Steinbogen, Freunde. Und runtergefallen. Und wie auch der Mond zuvor, Powermond 30, bewacht von einem fossilen Koloss, ist nur zu holen, wenn ihr es durchgezockt habt. So, meine Freunde, wir sind wieder hier oben an dem Checkpoint. Hier hinten hängt Peach rum mit Tiara. Wir gehen mal hier lang.
Dann habt ihr hier dieses Triceratops-Horn. Dann macht ihr einmal das hier. Und ihr kriegt einen neuen Mond. Bewacht von einem fossilen Koloss. So, ihr habt Bock, ein bisschen zu randalieren. Powermond 31, der alte Strommast, findet ihr hier, aber erst, wenn ihr es durchgezockt habt. So, meine Freunde, für den nächsten Mond müssen wir ein bisschen randalieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar holen wir uns unseren guten Kumpel, den T-Rex. Wartet. Boing. Und kapern ihn natürlich. Und dann müssen wir ganz zum Anfang vor zurück, also da, wo die Odyssey steht. Na komm, mach jetzt nicht diesen. Toll, sehr schön. Mal hier drüber. Was wir letzten Endes machen müssen, ist diesen Mast hier umreißen. Aber unter dem gibt es etwas. Ach, Alter, du hier mit deinem Tail. So. Da-da-da-da. Wunderbar. Und das ist Nummer. Der alte Strommast. Sehr schön. Powermond 32, auch erst, wenn ihr es durchgezockt habt, könnt ihr den finden in der Nähe vom T-Rex. Hier findet ihr ihn. So, Leute, ihr kennt ja den Ort, wo der T-Rex immer am Knacken ist. Da gehen wir mal drauf. Erstmal alles kaputt. Schmutz. Weg mit dem ganzen Mist. Oh, shit. Kein Auge jetzt. Scheiße. Jumpt da fast in die Hölle, der Alte. Here we go. So, weg ist er. Wir machen den Jump. Und da ist er. Unter der Erde. Also direkt da, wo der T-Rex war. Powermond 33. Wieder könnt ihr nur finden, wenn ihr es durchgezockt habt. Im zerbrochenen Fossil. Hier findet ihr ihn. So. Schau mal hier, Kettenhunde sind am Start. So, endlich. Hat lange genug gedauert, aber wir haben es hingekriegt. Richtiger Otto-Shit. So, im zerbrochenen Fossil. Sehr schön. So, Powermond 34 im Kaskadenland. Wir jagen Hasen, hoppeldi-hopp am Wasserfall. Findet ihr auch wieder erst, wenn ihr es gezockt habt. Hier findet ihr ihn. So, Leute, nicht unweit von dem Typen, der diese Experten- und Standardrennen macht, ist wieder meine Lieblingsbeschäftigung am Start. Hasenjagen. Gar kein Bock, Digga. Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist der hin, der Much? Hallo? Digga, ich bin echt so unfähig. Jetzt habe ich dich. Sü! Hoppeldi-hopp am Wasserfall ist damit erledigt. Notenjagd, hopp hopp, hinauf. Powermond Nummer 35 findet ihr erst, wenn ihr es durchgezockt habt. Und dann findet ihr ihn hier. So, meine Freunde, in der hier vor der 2D-Arena, hier, ne? Da ist eine Note aufgetaucht, nachdem wir eben es einmal durchgespielt haben. Die ist noch nicht von Anfang an da. Also bitte nicht wundern, wenn ihr die nicht bei euch habt. Das ist normal. Here we go. Sehr schön. Dann holen wir uns noch den nächsten Mond. Wunderbar. Da-da-da. Notenjagd. Hopp, hopp, hinauf. So, Freunde, Powermond 36. Kaskadenland Expertenrennen findet ihr hier. Könnt ihr gar nicht verpassen. Aber natürlich erst, wenn ihr es durchgezockt habt. So, hey, wir haben einen neuen Läufer am Start. Ich verrichte, du gewinnst. Das ist was echt Spitzenmäßiges. Alles klar, dann machen wir mal. Jetzt werden wir ein bisschen anders pacen müssen. Dieser goldene Johnny, der geht schon gut ab. Okay, let's do this.
Jawohl, so. Hallo, jetzt springt mein Jump nicht, Digga. Sagen, Digga. Und the winner is Expert Race. GG. Ich war auch deutlich schneller als im Standardrennen. Sehr gut. Das war Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du einen Powermond. So. Kaskadenland, Expertenrennen ist damit erledigt. So Leute, den Powermond 37 über die geheimnisvollen Wolken und Powermond 38 auf einer Wand inmitten von Wolken. Findet ihr erst, wenn ihr es durchgezockt habt, beide. Schaut sie euch an, hier findet ihr sie. So Freunde, hier wo diese Igelbrücke ist, ne, da ist ja auch so ein Checkpoint. Wo ihr den Kreis hier habt, da. Jawohl. Da habt ihr hier ist ein Rohr aufgetaucht, das wie gesagt auch erst da ist, wenn ihr es durchgezockt habt und den Block kaputt gemacht habt. Oh ja, yeah. Das sieht spaßig aus, wie immer. Alright. Kein Auge. Jetzt geht's ganz zu Ende mit mir. Oder? Was ist denn auch los? Alter, habe ich einen Knick in der Optik gerade. Wow. Servus, Jungs. Ach, für Gegner reicht's aber noch. Da oben haben wir einmal einen Mond. Okay. Ich glaube, ich war gar nicht so easy. Oh ja, an das kann ich mich erinnern. Mach mal an das. Genau, einmal hier hoch. Und da hoch. Dann kommt ihr hier rüber. Ja, Digga, jetzt. So, Alter. Und da haben wir den ersten Mond. Auf einer Wand inmitten von Wolken. Jetzt habe ich richtig Kamikaze-Scheiße gebaut. So. Hier wollte auch nochmal aufs Maul, habe ich gehört. Stress. Bitteschön. Glück gehabt. Was für eine Hölle, Alter. Was für eine Hölle die Nummer. Ein Mond für dich über die geheimnisvollen Wolken. Leute, viel Spaß mit dem Scheiß. War die Hölle. So, und zu guter Letzt. Powermond 39 über die stürmische Brücke und Flug weg von der stürmischen Brücke. Die zwei Powermonde findet ihr auch erst, wenn ihr es durchgezockt habt. Und die findet ihr hier. So, Freunde, da wo der Wasserfall ist, also da wo einst die Odyssee mal stand, als wir sie als erstes gefunden hatten, ne? Da ist jetzt eine Röhre und in die gehen wir rein. Und jetzt wird's richtig witzig. Oh, das ist mal lieber. Alright. Ah ja. Okay. Schnell durch. Pisst euch. Schmutzigel. Voll. Ja, wo kommst du denn her? Einmal den Schalter umlegen. Warte mal kurz. Probieren wir mal nochmal. Ah. Thank you.
Jetzt hat. Genauso. Okay. Sehr schön. Kommt das Ding? Ich hoffe, das kommt zu mir rüber. Jawohl. There we go with number one. Flug weg von der stürmischen Brücke. Okay. Bester Name. Mal kurz, bis sich das hier wieder beruhigt hat. Und dann gehen wir mal regular path weiter. Okay. Okay. Oh, Digga! Süß! Very nice. Über die stürmische Brücke. Und dann geht ihr wieder raus aus dem Moch. Raus mit dir! Und dann habt ihr auch das Ding bewältigt. So, meine Freunde, das waren alle 50 Münzen und ich glaube 40 Powersterne waren es, genau. Powersterne, Powermonde selbstverständlich. Schön, dass ihr es euch angeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Da gehen wir ins Wüstenland.